Nach seinen beiden Jugendbüchern Flussfahrt in die Nacht und Mit Charlies Augen hat der preisgekrönte kanadische Autor Richard Scrimgeour jetzt seinen neuen Roman veröffentlicht. In Koma erzählt Scrimgeour die Geschichte des 14-jährigen Jim, der alles andere ist als der nette Junge von nebenan. Aber im Laufe des Romans macht er eine Wandlung durch, gerade so wie Ebenezer Scrooge, der alte Geizhals aus der berühmten Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Es ist eine Scrooge-Story, nur geht es hier um Scrooge Junior. Statt eines scheußlichen alten Mannes muss man sich einen scheußlichen Jungen vorstellen, einen Teenager, ein Bad Guy. Er hat ein Erlebnis nach seinem Tod, ein Nahtoderlebnis, das ihm die Augen dafür öffnet, was für ein, naja, mieser Kerl er ist, und das ihm die Chance gibt, vielleicht sein Leben zu ändern. Der Held in Koma ist Jim. Ich war von der Idee fasziniert, eine Hauptperson zu haben, die man absolut nicht mag. Ich habe mich immer für, wie man so sagt, Anti-Helden interessiert. Ich würde viel lieber mit Bart Simpson rumhängen als mit Sir Galahad. Also, Jim hat Sinn für Humor, er ist ein interessanter Typ, aber er ist nicht immer liebenswert. Dann haben wir dann noch eine gruselige Schwester, eine nachlässige Mutter, wir haben einen ziemlich guten Freund und wir haben ein paar Figuren, die Geister sind und in einer Art Halbwelt leben, in der sie von ihren negativen Gefühlen wie angekettet sind, von ihren Emotionen. Das sind Emotionen, die wir alle haben und ganz sicher welche, die Jim hat. Und es ist das, womit er sich auseinandersetzen muss. Vor allem Wut, Angst und Traurigkeit. Ich glaube, es war der kanadische Schriftsteller Alistair MacLeod, der gesagt hat, jede gute Geschichte braucht eine Adresse. Mir gefällt es, einer Story eine gute Grundlage zu geben. Und für mich spielt die Story von Koma in der Roncesvalles Avenue und ihrer Umgebung. Diese Gegend von Toronto ist der Ausgangspunkt der Story, mit ihrem besonderen Viertel, mit ihrem eigenen Funk, ihrem eigenen Groove, ihrem eigenen ethnischen Gemisch. Es ist eine Gegend, die ich gut kenne und sehr mag. Und sie hat ihre Auswirkungen auf die Story. Die Story wird Teil des Viertels und das Viertel wird Teil der Story. Koma entstand nicht plötzlich und wie aus dem Nichts. Das Buch entstand in einer Art Prozess. Als ich einmal im Internet surfte, stieß ich auf einen Zeitungsartikel, der von einer Sache berichtete, die sich im Süden der USA abgespielt hat und mir eine Heidenangst eingejagt hat. Man fand einen armen Jungen im Kofferraum eines Autos. Nicht, dass er gekidnappt wurde. Das ist ja das Schreckliche. Nein, der Kofferraum war das Schlafzimmer. Er lebte dort. Sein Vater hatte ihn da reingesteckt. Ich war so erschüttert, so schockiert von dieser Meldung, dass ich sie verwenden, etwas daraus machen wollte. Ich wollte eine Geschichte um diesen Jungen herum bauen. Es gibt Kinder, die ein schreckliches Zuhause haben und es werden schreckliche Menschen aus ihnen. Und andere Kinder haben ebenfalls ein schreckliches Zuhause und werden es nicht. Wie wird man zu einem brutalen Kerl? Ich glaube, das ist die Frage. Wie wird man zu einem brutalen Typen?